Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbox-Video. Ihr wisst Bescheid, heute seht ihr Teil 2 von unserem Lunchbox-Video, weil wir haben es ja schon letzte Woche angekündigt, dass wir 10 gedreht haben. 10. Und es war einfach viel zu viel für ein Video, deswegen haben wir es gespalten. Und heute seht ihr endlich das lang ersehnte Teil 2, das auch ganz, ganz cool geworden ist. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen! Hey. Für meine nächste Lunchbox habe ich was richtig Cooles gemacht. Jetzt habe ich Regenbogenbrot gebacken. Und dafür braucht man diese Zutaten. Einmal Mehl natürlich, dann braucht man Butter, Wasser, Milch, Zucker, Salz und Trockengerm. Brot backen geht super einfach. Hierfür Mehl mit Trockengerm, Butter, dem Wasser, Milch und Zucker und natürlich dem Salz zu einem Germteig in der Schüssel vermengen. Und ca. 6 bis 8 Minuten ganz gut durchkneten, bis ihr einen schönen glatten Teig habt. Den Teig zugedeckt dann ca. 2 Stunden gehen lassen. Ich habe hier so eine Schüssel mit Deckel, die ist perfekt. Die werde ich euch verlinken, wenn ihr möchtet. Die ist von Amazon, ich liebe sie einfach. Und ja, hier drinnen 2 Stunden gehen lassen. Nach den 2 Stunden habe ich mir dann meine Backmatte vorbereitet. Die ist perfekt, kann man super gut abwischen und dann klebt da nichts dran. Und wie ihr seht, ist mein Teig wirklich, wirklich schön aufgegangen. Ich hätte fast vergessen, meine Unterlage noch ein bisschen zu bemehlen, weil das ist natürlich trotzdem notwendig, damit da nichts kleben bleibt. Und ja, anschließend habe ich dann den Teig rausgeholt und Lebensmittelfarbe mir geschnappt, weil ich natürlich Regenbogenbrot backe. Und ja, ich habe natürlich meinen Teig so ein bisschen durchgeknetet und ihn dann in 6 Stücke zurechtgeschnitten. Also ich habe so geschaut, dass ungefähr gleich groß sind diese 6 Stücke, die ich einfärben wollte. Und dann fängt der ganz lustige Part an, und zwar den Teig bunt einfärben. Ich habe einfach mit Gelb gestartet, damit ja meine Finger, ich habe keine Handschuhe verwendet, wie ihr sehen könnt, damit meine Finger jetzt nicht von Anfang an sehr dunkel sind, sondern habe einfach mit der gelben Farbe gestartet, gut durchgeknetet. Das geht wirklich super einfach, dauert ein bisschen, aber ja, nachdem ihr die Farbe gut verteilt habt, schaut es wirklich super schön aus. Und wie ihr seht, schaut es schon richtig toll aus. Ja, und das habe ich dann natürlich wiederholt mit Rot. Rot hatte ich keine, genau, Rot habe ich keine mehr gehabt. Deswegen habe ich, glaube ich, Pink genommen. Nein, das war Orange, genau, das war Orange. Pink, Grün, Blau und Lila. Nach dem Einfärben habe ich dann meine Kastenform zur Hand genommen und sie mit Backtrennspray eingefettet. Und dann meine Regenbogenfarbenkügelchen nochmal gut ausgerollt und so in die Länge gezogen, dass es perfekt in die Kastenform unten reinpasst. Und habe sie dann nach der Farbe des Regenbogens übereinander geschichtet, sodass sich wie ja, so ein Regenbogen halt bildet. In der Kastenform den Teig dann nochmal 45 Minuten gehen lassen. Und wie ihr sehen könnt, nach 45 Minuten ist der Teig schön aufgegangen und somit haben sich auch die verschiedenen Regenbogenfarben miteinander verbunden. Und nach ca. 45 Minuten Backzeit schaut unser Regenbogenbrot so aus. Bitte ist das jetzt nicht schon perfekt schön, also wirklich. Und jetzt schneide ich es auf und haltet euch fest. Tada! Bitte ist das nicht schön, einfach wunderschön. Nachdem das Brot dann gut ausgekühlt ist, kann man es dann schon belegen. Ich habe mir dann auch schon Früchte in Regenbogenfarben zubereitet, zeige ich euch dann gleich, was ich mir gedacht habe. Also zuerst habe ich mir eine schöne Regenbogenscheibe genommen und habe sie dann einfach mit Brunch, also mit Frischkäse bestrichen. Habe dann einfach nur mehr eine zweite Brotscheibe genommen und sie zugeklappt und sie einfach so in die Lunchbox reingetan. Schaut doch einfach wunderschön aus. Ja, es kann sein, dass die Leute glauben, dass das Kuchen ist. Das hatten wir auch, dass die Kinder das mit hatten in der Schule. Aber es ist Brot, es ist nicht süß. Und passend dazu habe ich mir gedacht, dass ich dann das Obst auch in Regenbogenform sozusagen reingebe. Deswegen habe ich so eine Schicht Himbeeren, eine Schicht Blaubeeren, dann eine Schicht Kiwis und eine Schicht Honigmelone, weil es einfach wunderschön ausschaut. Für unsere nächste Lunchbox habe ich hier Käsekornspitz mit Apfelringen. Und dafür habe ich einfach ein gekauftes Kornspitz mir zur Hand genommen, Käse, Butter, Salatblatt und dann auch noch Tomaten zum Reinfüllen und einen Apfel.
Zuallererst habe ich natürlich das Kornspitz halbiert und es dann mit Butter bestrichen, aber da kann man wieder variieren, was man gerne mag, jetzt Frischkäse ist oder auch vielleicht gar nichts, weil die Kinder das gerne trocken essen. Und danach habe ich den Käse halbiert in meiner coolen Aufschnittbox, wie ihr sehen könnt, und habe ihn dann aufs Kornspitz gelegt. Einfach ganz normal ein belegtes Brötchen, sozusagen belegtes Kornspitz mit Käse. Ich habe hier 2 Scheiben genommen und danach habe ich mir das Salatblatt so zurechtgeschnitten und dann auch zugemacht. Das Kornspitz habe ich dann nochmal halbiert, dass es auch super gut in die Lunchbox hineinpasst. Und habe es dann auch mit Datteltomaten gefüllt oben. Also ich finde, Tomaten und Käse passt sehr gut zusammen. Und habe dann einen Apfel mir zur Hand genommen und das Mitte, wie nennt man das? Das ist Kerngehäuse mit diesem Apparat hier durchtrennt. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall voll cool. Kann ich euch auch verlinken, habe ich von Amazon. Und ich finde es immer was Cooles, den Apfel so zu schneiden. Da haben die Kinder so eine Freude, wenn der Apfel mal anders ausschaut, jetzt nicht immer nur Spalten oder so, sondern einfach mal wirklich Apfelringe. Und es passt auch super gut rein, kann man gut befüllen. Und da passt tatsächlich so ein mittelgroßer Apfel komplett hinein, hätte ich fast gar nicht gedacht. Die nächste Lunchbox habe ich zusammen mit dem Papa zubereitet. Er hat mir nämlich diese leckeren Feta-Zucchini-Leibchen gemacht. Hier seht ihr die Zutaten. Ich blende sie natürlich euch unten in der Infobox sowieso wieder ein. Ihr braucht Eier, Feta-Käse, Knoblauch, dann braucht ihr Mehl, Gewürze wie Petersilie und Dill und 4 Zucchinis. Dann natürlich auch eine Reibe. Und der Papa hat das Ganze für mich zubereitet, wie ich schon erwähnt habe. Deswegen seht ihr hier seine Hände. Also er hat auf jeden Fall mal die Zucchinis gerieben. Also natürlich gewaschen vorher, das ist ganz wichtig. Also Zucchinis waschen, die Enden abschneiden und dann schön, schön klein reiben. Dann mit Salz gewürzt, damit einfach das Wasser, das in der Zucchini ist, nochmal schneller rausziehen kann und das Ganze wirklich gut vermengen, sodass wirklich überall Salz dran kommt. Dann lasst ihr das ein bisschen einweichen und in der Zwischenzeit kann man dann schon die Gewürze schneiden. Er hat hier den Dill klein geschnibbelt. Bitte macht aber das nicht wunderschön. Also er liebt ja Kochen, wie ihr vielleicht wisst, für die Leute, die mir schon länger folgen. Mein Mann liebt es zu kochen, zu schnibbeln und ja, das ist einfach seine Leidenschaft. Wie auch immer, hier hat er dann auch die Petersilie klein gehackt. Die brauchen wir dann nämlich später, beides. Dann auch noch den Knoblauch klein gewürfelt und schön zerstampft. Genau, ist das Wort hier eingefallen, zerstampft. Also schöne Knoblauch-Matschepampe machen. Mmh, yummy. Ja, danach, wie ihr seht, hat er die Zucchinis wirklich mit der Hand genommen und das ganze Wasser rausgedrückt. Und ja, das so lange gemacht, bis die komplette Masse komplett entwässert ist. Wie man sehen kann, da kommt da echt viel Wasser noch raus. Ja, und anschließend den Feta-Käse hineinbröseln. Einfach so mit der Hand geht das. Wer das nicht mit der Hand machen möchte, kann natürlich auch mit der Gabel zerkleinern. Feel free, könnt es einfach machen, wie ihr das am liebsten möchtet. Aber wie gesagt, der Papa macht es hier mit den Händen. Das geht auch wirklich super einfach. Dann kommen auch noch die ganzen Gewürze rein, wie der Knoblauch, die Petersilie und die Dill. Oder der Dill. I don't know. Ja, und die Eier, wie ihr sehen könnt, und das Mehl. Und das Ganze wird schön miteinander vermengt, sodass eine homogene Masse entsteht und es fertig zum Auspacken ist. Ja, und wie schon erwähnt, wird die Masse, also die fette Zucchini-Leibchen, die werden in ausreichend Öl ausgebacken. Das heißt, einfach so groß die Leibchen formen, wie man sie gerne haben wollen würde. Wir haben, besser gesagt, der Papa hat hier extra kleinere gemacht, damit sie auch schön in die Lunchbox reinpacken, passen und wir sie reinpacken können, ja. Die Feta-Zucchini-Leibchen ungefähr so lange ausbacken, bis sie goldbraun sind, also so wie hier in diesem Fall, dann sind sie einfach perfekt von der Konsistenz und vom Geschmack natürlich sowieso. Die Zucchini-Leibchen auch wieder gut auskühlen lassen, deswegen am besten am Vorabend machen und dann am nächsten Morgen kann man sie dann schon in die Lunchbox einfüllen. Dazu habe ich dann eine halbe, sagen wir mal, nicht ganz halbe Banane dazu gegeben. Und noch Kiwi. Also ich habe eine Kiwi enthäutet sozusagen. Ich habe gehört, es gibt Leute, die Kiwis mit Schale essen, aber ich habe es noch nie probiert und finde es ein bisschen komisch. Habt ihr schon mal Kiwi mit Schale gegessen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Muss doch komisch schmecken, so pelzig, oder? Naja,
Keine Ahnung, wir schweifen vom Thema ab. Auf jeden Fall habe ich hier für die Kinder die Kiwi geschält, weil die Kinder essen total gerne Kiwis, aber halt, wie gesagt, ohne diese pelzige Haut. Und anschließend habe ich dann die Kiwi so würfelig geschnitten und sie in die andere Seite von der Banane reingefüllt. Meine nächste Lunchbox ist eine besondere, aber auch süße Lunchbox. Passt perfekt, wenn das Kind zum Beispiel mal einen Geburtstag hat, dann kann man ihm was Besonderes mit einpacken. Hierfür habe ich Waffeln am Vorabend gebacken. Dafür braucht man Butter, Zucker, Salz, Milch, Backpulver, Vanillezucker, Eier und Mehl. Das ist wirklich mein allerliebster Waffelteig und er geht super schnell. Also hierfür Butter mit Zucker und dem Vanillezucker verrühren mit dem Mixgerät. Dann kommen da noch die Eier dazu und die Masse wird wieder gut durchgemixt. Dann habe ich ins Mehl hinein das Salz und das Backpulver hineingeschüttet, das miteinander vermengt. Und dieses habe ich dann zu meiner Butter-Eimasse hineingerührt und anschließend habe ich dann noch die Milch hinzugerührt. Bei der Milch muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst spritzt das, deswegen immer so ein bisschen verrühren und so weiter. Nachdem mein Teig dann fertig war, habe ich mein Waffeleisen schon vorgeheizt. Habe das Waffeleisen dann mit dem Backtrennspray gut eingesprüht, also oben und unten. Und mir dann ja, Teig schön gut verteilt, sodass jetzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig ist. Ihr wisst Bescheid, falls ihr schon mal Waffeln ausgebacken habt. Und es geht auch wirklich ziemlich flott, also so 1 bis 2 Minuten maximal. Und ihr habt schon die fertigen Waffeln fertig gebacken. Ja. Ich habe dann das Ganze noch ein bisschen zubereitet. Ich habe mir hier weiße Schokolade bzw. Kuvertüre geschmolzen. In der Mikrowelle geht das super einfach. Und dann habe ich mir von meiner Waffel, die ja diese schöne typische Blumenform hat, zuerst diese Herzen rausgeschnitten. Das kann man so schön erkennen, dass es so süße Herzen sind. Und wenn man die Herzen dann nochmal halbiert, schauen sie einfach aus, so wie Eistüten. Einfach, ja, mega cool. Deswegen kann man das so wirklich cool dekorieren. Und das geht super einfach. Da habe ich mir einfach die Kuvertüre genommen, also die weiße Kuvertüre, die weiße Schokolade und habe so ein bisschen, ja, wie ein Eis sozusagen hingemalt, weil die Tüte ist ja vorhanden und das oben, das Runde, einfach weiß, so als wenn es weiße Schokolade, weißes Eis wäre, wie Vanille oder so. Und natürlich drüber noch ein paar Zuckerstreusel. Dann schaut das Ganze wirklich wie leckeres Eis aus. Und ich sage euch, das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Und es ist eine natürlich süße Lunchbox, aber eine besondere Lunchbox. Vielleicht zum Geburtstag oder ja, zu einem speziellen Anlass. Fasching oder wer weiß. Die Kuvertüre härtet eigentlich doch relativ schnell aus und dann kann man die Waffeln bzw. die kleinen Eistüten schon einfüllen. Dazu gab es dann noch ein paar Erdbeeren. Ich finde, die passen gut dazu, weil Erdbeeren sind erfrischend. Und dazu habe ich dann noch diese Nussberry-Mix Verpackung mir zur Hand genommen und da ein paar Nüsse reingeschüttet. Da gibt es so Cranberries, so Schokopops und diverse Nüsse halt. Die letzte Lunchbox, meine lieben Schinkensalat-Wraps, geht super einfach und ist wirklich schnell gemacht. Tortilla-Wraps kann man kaufen, habe ich auch gemacht. Ich nehme die gerne von Santa Maria, die schmecken wirklich gut. Dann habe ich Frischkäse mir bereitgelegt, dann Schinken und Salatblätter. Hierfür einfach einen Tortilla-Wrap rausnehmen, es mit Frischkäse bestreichen. Dann kann man es befüllen mit was man möchte. Ich habe jetzt in meinem Fall Schinken genommen, habe die Schinkenblätter ja, einfach so schön überall verteilt, dass wirklich überall ein Schinkenblatt ist. Und darüber habe ich dann die Salatblätter gelegt, also dass auch wirklich hier überall Salatblatt ist und das Ganze vollflächig bedeckt ist. Und nachdem es belegt ist, einfach nur rollen, also wirklich ganz stramm zusammenrollen. Und dann Scheiben davon abschneiden. Ich fange mal in der Mitte an, finde es gelingt mir einfacher. Also einfach in der Mitte und ja, nicht schrecken, sie rollen sich ein bisschen aus, aber that's no problem. Das bleibt dann einfach, wenn man es wieder so zusammenrollt. Und ja, dann kann man es schon in die Lunchbox einfüllen und da kann man es nochmal zusammenpressen. Und da sind die Röllchen fertig. Und ich finde, das ist einfach was ganz Leckeres für die Kinder. Dazu habe ich dann noch ein bisschen Mandarine, also eine Mandarine dazu gegeben. Und noch so dunkle Weintrauben, die sind kernlos, die mögen unsere Kinder ganz besonders. Meine Lieben, und das war jetzt auch das Video mit den Teil 2, also mit den quasi mit den letzten 5 Lunchbox-Ideen. Und falls euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben und so weiter abonnieren, ja, das ist Standard.
Und genau, wir wollten euch auch fragen, falls ihr unbedingt ein Lunchbox-Video für Erwachsene sehen wollt, dann lasst uns das wissen, schreibt unten in die Kommentare rein und natürlich auch vielleicht mit einem Daumen nach oben. Dann wissen wir Bescheid, dann wollen wir das auf jeden Fall für euch zu Hause drehen, falls ihr Inspiration braucht für die Arbeit, für die Uni, also für Erwachsene definitiv wollen wir das abdrehen. Und ja, lasst das uns wissen, falls ihr das sehen wollt. Genau. Ja, und danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bye, bye. Tschüss.